Wir sind gerade auf der Hütte 78 im Alpendorf Dachstein West in Österreich. Es ist Juli. Gestern war noch richtig Sommer hier. Doch heute Wolken, diesig, kühl. Bei so einem Wetter hat man eigentlich einfach keine Lust rauszugehen. Wir sind trotzdem raus. Ich wollte diese Stimmung einfangen. Also Foto- und Filmausrüstung geschnappt, ins Auto gesprungen und ab zum vorderen Gosausee auf der anderen Seite des Donnerkogels. Hier will ich vor allem Drohnenaufnahmen machen. Die Wolken hängen in den Berggipfeln. Wunderschön. Ein Alpensee vor dieser Kulisse. An den Ufern ist das Wasser herrlich türkis. Die vielen Moose und andere Epiphyten an den Laubbäumen sagen mir, dass hier insgesamt ein kühlfeuchtes Klima vorherrscht. Eigentlich gute Bedingungen für Alpensalamander, die gerne in feuchten Mischwäldern und Laubwäldern der Alpen vorkommen. Als erstes finde ich jedoch eine junge Erdkröte, die ich dann auch fotografiere. Als ich vom Boden aufstehe, findet Annette direkt hinter mir tatsächlich einen Alpensalamander auf Wanderschaft. In warmen Perioden kommen sie erst nachts raus. Wenn es aber so kühlfeucht ist wie heute, dann laufen sie auch tagsüber umher. Im Gegensatz zum Feuersalamander sind die Alpensalamander lebendgebärend. Die Gewässer im Hochgebirge sind für die Salamander wohl zu kalt, um dort Eier abzulegen und auch für das Wachstum der Larven. Je nach Höhenlage beträgt die Tragzeit zwischen 2 und 3 Jahren. Wir lassen den Salamander dann in Ruhe und gehen weiter um den See. Das ist gefilmt auch noch. Eine Stockente kommt angeflogen, als ich Landschaftsfotos am Ufer mache. Sie will wohl gefüttert werden, zieht aber bald weiter. Wenn du Interesse an Reptilien und Amphibien von Europa hast, dann kann ich dir diese beiden Bücher empfehlen hier. Klettersteige gibt es in der Gegend auch. Zum Beispiel den Laserer Alpin Klettersteig, direkt am vorderen Gosausee. Oder den Donnerkogel Klettersteig
mit der Himmelsleiter. Diese kann man mit dem Fernglas sogar von der Hütte 78 im Alpendorf Dachstein West sehen. Sau cool! Come on, jump in and get inspired.